Huhu Leute, ich bin Flasher, willkommen zu Let's Play 4.2 Project Origin. Heute mit der dritten Episode, mit der dritten Folge. Im letzten Video haben wir einiges erfahren, wir haben viele Intels gefunden und wir haben vor allem viel gekämpft. Wir sind auf zwei neue Gegnersorten getroffen. Einmal diese Gegner mit der Flasche auf dem Rücken, die man so zerfetzen kann, und einmal die ganz normalen Gegner, die da liegen. Wir haben auch gemerkt, dass der Schwierigkeitsgrad ziemlich hoch ist. Dass die Gegner sehr präzise und sehr schnell schießend und auch schon schießend um die Ecke kommen teilweise. Und ja, darum müssen wir wirklich aufpassen hier. Da sehen wir jetzt direkt die nächsten Gegner. Da ist wieder der Typ mit der Flasche auf dem Rücken. Den werden wir jetzt direkt mal weghauen. Boah, was war das denn jetzt? Habt ihr gerade gesehen, wie schnell ich meine Lebenspunkte verloren habe? Wie schnell haben die denn bitte schön reagiert, um mir die Lebenspunkte wegzuballern? Das war ja jetzt krass. Das war jetzt wirklich schon fast unrealistisch, wie schnell das jetzt ging und wie schnell ich da Lebenspunkte verloren habe. Zum Glück kriege ich hier wieder eine neue Armor, was sehr gut ist. Wir gucken uns jetzt mal hier in Ruhe um erstmal. Oh, wir können hier auch auf die Toiletten. Wir haben gerade eine Panzerung aufgenommen, was eine Top-Sache ist. Hier wieder blutige Scheiße überall. Okay. Und wir haben wieder ein Intel zum Lesen. Und zwar von Kira Stokes diesmal. Körperliche Verfassung nicht verfügbar. Mentale Stabilität nicht verfügbar. Telestetisches Potenzial nicht verfügbar. Anmerkung: Die Probandin ist kein Harbinger-Kandidat. Laut Personalakte des Militärs war sie vor der aktuellen Mission Verbindungsoffizier der Einheit und hat bei vielen Gelegenheiten mit dem Team zusammengearbeitet. Genevieve Aristide hat angewiesen, sie unter Betäubung zu halten, bis wir entschieden haben, was mit ihr zu tun ist. Harbinger-Status nicht verfügbar. Also Stokes, Kira Stokes, das ist die Frau, die ganze Zeit mit uns quatscht, die scheint gar kein richtiges Mitglied unseres Teams zu sein, sondern nur so eine Art Verbindungsoffizier, die hin und wieder mal aushilft, ein bisschen mit uns zusammenarbeitet, aber eigentlich gar nicht zum Team gehört. Und hat damit auch keinen Harbinger-Status. Das heißt, die ist wahrscheinlich für das Militär, für alle, die hier ist, und auch für Genevieve Aristide, ist die wahrscheinlich am nutzlosesten. Darum werden sie wahrscheinlich auch nicht sonst wie aufpassen, die Frau am Leben zu halten. Oh, da ist ein NPC. Kann ich hier rein? Nee, versperrt. Aufmachen kann ich auch nicht. Ja, komm doch raus, ich habe dich doch gerade gerettet, Frau. Kann ich jetzt irgendwas mit der machen? Klicken hier? Nee, ne? Okay, dann. Die hat sich da eingeschlossen, dann ist das wohl einfach so. Ich überlege gerade, ob ich ein Medpack nehmen sollte. Ah, hier liegt zum Glück sowas. Dann nehme ich da einfach das. Da muss ich kein Medikit verschwenden. Und ich denke mal, ich muss jetzt gleich mit dem Fahrstuhl fahren. Da, jetzt muss ich wahrscheinlich warten. Da kann nichts herkommen. Oh ja. Unfair. Die kommen echt schon schießend um die Ecke. Ich mache mal die Funzel aus. Krass! Wieso kommen die da alle von links? So. Diesmal haben wir die Deckung gut genutzt. Ah, der Fahrstuhl ist da. Trotzdem sammeln wir jetzt noch die Muni auf. Schon irgendwie unfair, finde ich. Also, wie die schon zielgenau schießend um die Ecke kommen, ist schon irgendwie ein bisschen blöd, finde ich. Aber gut, was willst du machen? Musst du nun mal jetzt mit klarkommen. Aber es war schon echt böse, also. Naja. Fahren wir mit dem Fahrstuhl. So. Mal schön in der Ecke, damit uns nichts von hinten angreifen kann. Oh ne, ey. Die stehen jetzt bestimmt direkt vorm Aufzug. Schalten gerade den Fahrstuhl. Vielleicht müssen wir gleich da durch. Aber es sieht nicht so aus, dass man es aufmachen kann. Oh. Sehr schön. Die haben wir aufgeräumt. Können wir jetzt hier raus? Nee, ne? Nee. Achso, wir müssen hier rein. Okay, gut. Und dann ist auch direkt der Fahrstuhl abgeschmiert. Na, da haben wir ja Glück gehabt, dass wir gerade jetzt da rausgegangen sind. Okay. Aha. Suchen Sie, wer stand da gerade? Missionsziel? Suchen Sie irgendeinen Weg? Bla. Machen wir gleich.
Die haben da gerade oben in den Fahrstuhl geguckt. Haben wir direkt den einen Typen da, runter geballert. Haha, die haben wir direkt zerfetzt beide. Das ist sehr gut. Das freut mich immer, wenn wir auf diese Typen treffen mit den Kanistern, weil man die wirklich schnell kaputt machen kann. Jetzt haben wir, glaube ich, auch die Muni voll. Direkt mal um eine Ecke gucken, dass da nichts auf uns wartet. Sieht aber gut aus. Gut, dann können wir uns hier auch in Ruhe umgucken. Ja, wir hätten wahrscheinlich gleich, hätten uns wahrscheinlich auch an die anschleichen können, um die runterzuschubsen, wobei da hinten welche standen. Na gut, zum Glück haben wir uns nicht entschieden, die runterzuschubsen, sondern... Mal, können wir den jetzt runterschubsen? Na los, geht er runter. Ja, wir kriegen ihn weiter dahin. Los, ja, juhu. Aber wir sehen ihn nicht. Na hä, irgendwie ist die Leiche verschwunden. Okay, scheint irgendwie alles nicht ganz so richtig zu sein hier, wie das alles zusammenpasst. Aber egal. Gehen wir weiter. Da geht es wahrscheinlich nicht durch. Nein. Gehen wir mal hier hinten rein. Was haben wir hier noch liegen? Vielleicht irgendein Intel zum Lesen? Nein, 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 nein. Nein, nein. Okay, dann weiter. Funzel aus, damit wir nicht schon Gegner anlocken. Wobei das hier anscheinend eh nichts bringt. Weil die Gegner immer schon wissen, wo wir sind. Da ist niemand drin. Drücken Sicherheitsausweis erforderlich. Okay, also da können wir noch gar nicht rein hier, weil wir erst einen Sicherheitsausweis brauchen. Den müssen wir jetzt bestimmt suchen. Da können wir rein, da liegt auch was, aber erstmal noch gucken. Okay, da ist auch eine Tür, wo man einen Sicherheitsausweis braucht. Na gut, dann gehen wir hier erstmal rein in das Gruselige. Muss das hier so dunkel sein, ey? Kriegen wir hier noch? Nur Munition, die wir eh voll haben. Bringt uns also überhaupt nichts hier. Weil sonst liegt... Oh, das war ich, glaube ich. Hier habe ich, glaube ich, was angestoßen. Sonst bringt uns das Ganze hier nichts. Da können wir auch nicht durch. Nö, das war irgendwie ein doofer Raum. Lieber wieder Tür zu, damit da nichts rauskommt. Falls da doch irgendwas drin war, was Gruseliges. Da scheint ein Sicherheitsausweis zu liegen. Kriegen wir den jetzt einfach so? Wir können uns den einfach so holen, ohne dass uns was erschreckt oder angreift. Irgendwie traue ich dem Braten nicht. Aber doch, ja, wir haben es gekriegt. Okay, gut. Komisch. Ja, was sage ich? Und da müssen wir jetzt wahrscheinlich gleich lang, denn da war es gruselig. Das heißt, wir gehen erstmal in die andere Tür. In die da. Die können wir jetzt ja auch mit dem Sicherheitsausweis öffnen. Und dann hoffe ich mal, dass das hier nicht der Weg ist, den man weiter... Nee, sieht auch so aus, als ob es hier nicht weitergeht. Sehr gut. Und hier kriegen wir einen... Reflexinjektor. Geil. Der erhöht unsere Ausdauer, unsere Slow-Mo-Fähigkeiten. Das kennen wir ja bereits aus 4.1, dass es die überall gab. Da gab es allerdings auch Health-Booster. Die gibt es jetzt, glaube ich, hier nicht. Aber zumindest können wir jetzt schon mal Slow-Mo weiter nutzen. So, hier geht es nicht weiter, oder? Nein, da können wir auch nichts hintersehen. Sehr gut. Dann können wir jetzt hier auch wieder raus. So, jetzt gehen wir den normalen Weg weiter. Mann, warum sind Krankenhäuser eigentlich so gruselig? Kann man nicht irgendwie, können wir nicht einfach irgendwie, kann ein Spiel nicht in der Glücksbärchi-Welt spielen? Muss es ausgerechnet in einem gruseligen Krankenhaus sein? Ja, ne, muss. Ah, da können wir gar nicht rein. Aber ist da was? Müssten wir da theoretisch rein, um was einzusammeln? Nee, ne, da scheint absolut nichts zu liegen, was wir auf... Doch, das ist eine Waffe, oder? Ich bin mir nicht sicher. Aber wir können da eh nicht rein, das ist verbarrikadiert. Wir können ja auch anscheinend auf nichts schießen, um es wegzusprengen hier. Denn dann ist das wohl einfach so, dass wir hier nicht rein können. In Patient Room 208. Gehen wir mal in... Ja, in den hier kommen wir anscheinend auch nicht. Aber auch da scheint nichts drin zu liegen, was wir einsammeln könnten. Von daher müssen wir... Oh, eine Rüstung, das ist sehr gut. Aber ich glaube... Ja, ich glaube, er schreckt mich noch mehr. Oh, leck mir am Arsch, ey. Alma, was machst du hier? Ich habe hier genug zu tun mit Kämpfen. Da musst du mich auch nicht noch andauernd erschrecken. Oh, hier geht's. Morgue. Das ist, glaube ich, da, wo die Leichen im Krankenhaus hingebracht werden. Also die Pathologie oder wie das heißt. Ich glaube, die Rüstung lasse ich da mal gerade noch kurz liegen. Denn ich will erst... Oh, da lebt sogar noch jemand. Nein!
Oh, der hält aber viel aus. Achso, war bestimmt so eine Cutscene, so eine geskriptete Szene. Da, das mussten wir abwarten, bevor wir den angreifen konnten. Wow. Hat jemand eine Granate geschmissen gehabt? Immer schön vorsichtig. Oh, dem haben wir überhaupt nicht hinten drauf geschossen. Machen wir mal so. Aha. Oh, da sind noch mehr. Oh, der hat sogar eine Shotgun in der Hand. Ach ja, stimmt, hatte der eine ja auch schon. Das heißt jetzt... Oh, da ist wieder so ein Typ. Die machen immer Spaß. Komm her. Toll. Wieder in den Kopf geschossen, ohne dass der explodiert ist. Mist. Oh, jetzt haben wir aber eine Schrotflinte. Sehr gut, die werden wir direkt mal ausprobieren. Gegen irgendwelche Gegner hier. Boah! Boah! Wie ist... Oh, da lebt noch einer. Boah, fuck. Der hat es mir aber auch richtig mitgegeben. Genauso wie wir die weg... Wie wir die weghauen, hauen die uns damit auch weg. Kacke. Zum Glück gibt es hier Health. Und da hinten habe ich mir ja zum Glück die eine Armor aufgehoben. Zum Glück habe ich das gemacht. Jetzt kann ich mir die nämlich holen. Was? Und dann gucken wir uns alles in Ruhe an. Ah, die Shotgun ist geil. Haut die Gegner richtig fett weg. Haben wir gerade gesehen. Aber ich glaube, das heißt natürlich auch, wir müssen in Nahkampf. Und was passiert, wenn wir in Nahkampf gehen, haben wir gerade gemerkt. Dann können nämlich die Gegner uns mit der Shotgun auch richtig schön weghauen. Und wir haben auch gemerkt, wie viel Schaden die dann machen. Von daher werde ich, denke ich, die Shotgun nicht zu oft benutzen. Jetzt lösen wir den mal aus. Hallo? Ah, jetzt. Von daher... guck dich das mal an. So richtig Skelettgesichtmäßig. Krass. Na, von daher werden wir die Shotgun wahrscheinlich nicht, zumindest nicht auf diesem Schwierigkeitsgrad, zu oft nutzen. Ich denke, die Shotgun ist zwar vielleicht nicht schlecht... wird auch Spaß machen, aber denke ich, ist eher eine Spaßwaffe, da der eine Gegner ja richtig zerfetzt ist, den hat es ja wirklich komplett auseinandergerissen, sodass nichts mehr von ihm überblieb, also den hat es ja richtig zerfetzt, den einen, ist glaube ich daher, denke ich, eher eine Spaßwaffe für leichtere Modi, aber wenn man hier wirklich ernsthaft auf diesem Schwierigkeitsgrad durchspielen will, ist das wahrscheinlich nichts. Darum werden wir bei unserer SMG bleiben. Okay. Mist, jetzt hätte ich mal darauf achten können, wie der Schwarze heißt. Ob das Griffin ist. Aha, also hier können wir nicht durch. Okay, hier scheint erstmal alles sicher zu sein. Genau, erstmal ist alles sicher. Dann können wir nämlich in Ruhe das Intel lesen. Dr. York. Diodenimplantate senden noch immer Ströme mit zu hoher Frequenz. Patient erleidet sofort einen Anfall. Es scheint nicht möglich zu sein, die Wellen fein genug zu modellieren und eine Empfänglichkeit zu erreichen, ohne die Zellen zu schädigen. Ich denke, wir sollten Viskosität des Mediums erhöhen. Könnten eventuell zusätzliche Hormone und Ergänzungsstoffe helfen? Aha, es geht also um irgendwelche Implantate, die anscheinend bei dieser Operation eingefügt worden sind in den Körper, um uns so zu machen, wie wir es jetzt gerade sind, diesen Aktivierungsprozess, was auch immer das heißt. Und es scheint aber alles noch nicht ganz so zu funktionieren, wie es Dr. York gerne hätte. Trotzdem, wenigstens kriegen, da war die Rede davon, dass der Patient Anfälle kriegt. Das haben wir wenigstens noch nicht bekommen. Na gut, wenn man hier dieses ganze Hartgeflacker und Alma sehen, das kann man natürlich schon irgendwie als... Okay, als Anfall sehen. Die sieht echt hässlich aus, die Alte. Die ist echt hässlich. Aha. Ich weiß, du bist da. Uah! Also. Die übertreibt ein bisschen, muss ich ja ehrlich sagen. Ja, komm. Jetzt gehe ich wieder zurück. Das heißt, es gibt selbst Trigger. Es gibt Trigger, Alma auszulösen für eine Erschreckszene, wenn man zurückgeht. Ich meine, es ist eine sehr gute Idee vom Spielemacher, sowas zu machen. Darauf muss man erstmal kommen und ich glaube, in so vielen Spielen gibt es es nicht. Trigger, die triggern, wenn man zurückgeht.
Von daher rechnet man natürlich auch nicht damit. War schon eine gute Idee. Aber zum Glück greift uns hier nichts an. Jetzt haben wir nämlich auch eine Waffe. Das heißt, es könnte früher oder später passieren, dass irgendjemand gegen uns kämpft von Alma. Aber warum die uns immer erschrecken muss? Achso, hier Deckung schieben. Ah, jetzt geht's hoch. Mission erfüllt. Oh, es... Okay. Genevieve Aristide ist anscheinend mit Stokes zusammen unterwegs. Warum Stokes die nicht direkt einkassiert, gefangen nimmt, aber wahrscheinlich weiß Stokes noch gar nicht, was Aristide eigentlich mit uns gemacht hat. Von daher denkt Stokes wahrscheinlich noch, ist es immer noch die normale Mission, Aristide zu befreien. Und die weiß eventuell noch gar nichts davon, dass die eigentlich ohne dass wir es erlaubt haben, irgendwelche Experimente an uns durchgeführt hat. Von daher ist es eigentlich auch noch kein Wunder, dass Aristide... Nein, habe ich jetzt die Armor, die hier lag, eingesammelt? Ah, ne, da, gut. Da liegt die Armor, die behalte ich jetzt nämlich auch noch, denn ich habe volle Armor. Und wenn hier Armor rumliegt, heißt das, gleich wird geballert. Und dann will ich natürlich... Ah, ne, da geht's bestimmt lang, oder? Weil hier komme ich nicht durch, genau. Das heißt, ich muss gleich bestimmt da lang. Jetzt gehen wir aber erstmal hier rein, denn hier können wir noch was lesen. Interne Dienstanweisung. Aufnahme von Patienten. Wenn ein neuer Patient aufgenommen wird, achten Sie bitte darauf, dass alle Formulare vollständig ausgefüllt werden und eine Kopie der aktuellen PMT, psychisch-mental-telesthetisch-Einstufung, vorliegt. Scannen Sie die Blätter und erstellen Sie Kopien wie folgt. An den 1 an behandelten Chirurgen, 2. an den verantwortlichen Pfleger, 3. an das Verwaltungszentrum. Behalten Sie die Originale im beschrifteten Archivordner. Bitte beschränken Sie die Erörterung einzelner Vorgänge mit dem Patienten auf die vorgeschriebenen Sprachregelungen. Wenn ein Patient wiederholt nachfragt, markieren Sie bitte die Akte und fordern Sie die Unterstützung einer Oberschwester an. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit, E.E. Grafstrom, PhD, MA, Verwaltungsdirektor. Aha. Dieses Krankenhaus scheint also insgesamt generell dafür da zu sein, diese Harbinger-Leute, die zu diesem Harbinger-Projekt ist, zu empfangen, zu pflegen und zu operieren. Muss das hier so flackern? Kann ich einfach meine Taschenlampe anbleiben? Mein Gott. Können die sich nicht irgendwie mal bessere Taschenlampen leisten? Aber hier liegt überall nichts. Aha. Oh, da ist... Oh, da ist einer. Wow, den habe ich irgendwie nicht gesehen. Sack. Nicht direkt gesehen und direkt ballert der mir meine komplette Armor runter, der Arsch. Zum Glück habe ich da hinten noch eine Armor liegen. Hallo, kommen wir auch nochmal raus? So. Was denn? Na, okay. Scheint erstmal keine Gegner mehr zu sein. Das heißt, jetzt können wir uns die Armor holen. Bevor wir gleich da auf die Toilette gehen, holen wir uns erstmal die Armor. Boah, ich kann echt nur voll kurz sprinten. So. Sieht immer cool aus, wenn man eine Rüstung aufsammelt. Dann kommt nur so komplett blau alles. Das ist irgendwie cool. So, hier liegt also nichts Intel-mäßiges. Wir gehen mal hier hinten in die blutige Frauen. Ah, geht gar nicht. Wir können es auch nicht wieder schließen. Da liegt auch eine Leiche im Weg. Aber wir können hier auf diese Toilette. Gucken wir mal, was hier passiert ist. Oh ja, da wurde gerade ein Pfleger erschossen. Darum war wahrscheinlich auch gerade der eine Typ in der Nähe der Toilette, der da schon auf uns gewartet hatte. Das können wir hier machen. Da konnte ich gerade irgendwas anklicken. Hätte ich mich hier... Nee, das war nur die Tür. Na, irgendwie doch nicht. Okay, gut. Dann gehen wir mal weiter. Ich will hier echt... Ich habe echt Angst, dass ich hier irgendein Intel verpasse und ich es euch dann nicht zeigen kann. Was voll schade wäre. Denn ich finde es super interessant, was man hier alles... Boah!
Ja, jetzt. Moment, jetzt muss ich mal kurz meinen Wecker ausmachen. Ausgerechnet jetzt erschreckt mich dieses Sackgesicht. Wie ich immer, ihr merkt das schon, wie angespannt ich gerade bin, dass immer, wenn ein Gegner spontan um die Ecke, schon schießend um die Ecke gerannt kommt, dass ich dann einmal total verziehe, weil ich mich so erschrecke. Das Erschreckendste ist hier, sind hier die Gegner, die hier einfach um die Ecke kommen und nicht Alma. Weil das einfach aber auch voll unfair ist. Oh ja, super, hier kann es spannend werden, ja. Und da schießen, sehen uns die Gegner auch schon. Oh, der eine hat überlebt. Und auch der trifft mich einmal und zieht mir die Hälfte meiner Armor ab. Unfair sowas. Einfach nur unfair. Ich habe gerade keine Slow-Mo mehr. Was so ein Problem werden könnte. Was? Oh, direkt ein Shotgunner. Zum Glück kann der auf die Entfernung nicht gut schießen. Okay, das war's erstmal. Gut, wir haben hier aufgeräumt. Boah, boah, was dem alles abgefetzt hat. Beide Arme, ein Bein und anscheinend auch den Kopf, der hier liegt. Oh ja. Also warum die diese blöden Flaschen auf dem Rücken haben, das soll mal einer verstehen. Machen sich selbst zu so einem großen, sind erstmal viel größer als alle anderen und lassen sich halt voll leicht auf diese Flasche da ballern. Oh ja, eine Rüstung. Sehr gut, danke. Danke, dass hier eine Rüstung lag. So, den habe ich auch schön zusammen. Das sieht echt cool aus, wie der hier liegt. Das könnte sogar was Realistisches sein. So wie das hier alles verteilt ist, das Blut. So, gut, da kommen wir her, ne? Hier haben wir schon alles abgesucht gehabt, ne? Genau, das heißt, ab jetzt müssen wir nur hier in Ordnung anständig gucken. Und dann machen wir noch bis zum nächsten Ladebildschirm, also bis zum nächsten Mal speichern. Und dann haben wir das, den Part heute geschafft. Oh, zum Glück gucke ich mich hier immer um, ihr seht's. Es lohnt sich hier umzugucken, denn so haben wir jetzt nochmal diesen Booster hier gefunden, also dieses Health Pack, was direkt unsere Lebenspunkte wieder auffrischt. Komisch, dass ich es gerade nicht schon gesehen habe. Aber ihr seht, manche Items werden auch nicht direkt so angezeigt. Erst wenn wir in die Nähe gehen, sehen wir diesen Kreis darum. Darum muss man auch bei den Intels vielleicht manchmal erst in die Nähe gehen, damit die einem anständig angezeigt werden. Und darum habe ich auch so Angst, dran vorbeizulaufen an so einem Ding. Aber hier scheint nichts mehr zu sein. Nee, okay, gut, dann gehen wir weiter. So, wir sind wieder voll, was sehr gut ist. Und dann können wir weiter, genau. Komischerweise... Oh, das ist Fox, okay. Oh nein, prüf das lieber nicht, das ist wahrscheinlich Alma. Medical Director, oh, das wird hier verbarrikadiert, da können wir nicht rein. Und hier müssen wir durch. Unsere Schlüsselkarte funktioniert hier auch noch. Aufpassen. Ah, da müssen wir bestimmt gleich... Ach nee, ist gesperrt. Okay, da können wir doch gar nicht. Hinter ist gesperrt. Können wir hier rein? Nein, rein können wir hier auch nicht. Drücken können wir hier nicht. Okay, wir müssen uns auf jeden Fall merken, dass da irgendwas liegt, denn wir sehen das hier bereits durch die Tür. Scheint ein Intel zu sein. Wir müssen uns also merken, dass wir gleich... Oh, das scheint beim Medical Director drin zu liegen. Dass wir da irgendwie rein müssen. Das scheint ein Secret zu sein. Was? Achso, ich bin nur an den Blumentopf gekommen. Oh, und voll viele Lebenspunkte liegen hier rum. Was ist hier los? Müssen wir gleich hier wieder voll fett ballern? Oh ja, hier scheint es aber weiter zu gehen. Das hier scheint der normale Weg zu sein. Das heißt, den gehen wir mal noch nicht. Ah, hier ist ein Geheimgang, oder? Oder ist das der normale Weg? Nee, scheint nicht der normale Weg zu sein. Oder? Nee. Ach, jetzt sind wir hier, wo wir gerade nicht durchkamen. Genau, hier ist das Intel.
Project Origin, Name Alma Wade, Alter 7 Jahre alt, das ist also schon ein bisschen älter. Seit letzten Oktober hat die Probandin eine Entwicklung von regelmäßigen Albträumen zu periodischen Halluzinationen und lähmenden empathischen Episoden gemacht. Sie ist äußerst empfänglich für emotionale Spannungen in ihrer Umgebung und wird in der Gegenwart von Wut nahezu katatonisch vor Angst, besonders wenn es sich um ihren Vater handelt. Besonders zu bemerken ist, dass sich ihr psychisches Potenzial seit der letzten Bewertung mehr als vervierfacht hat. Angestellte berichten von akustischen und psychischen Halluzinationen während der Testsequenz. Letztere reichten von leichter Übelkeit bis hin zu einem Gefühl von Brennen in den Gliedmaßen. Schlussfolgerung: Der mentale Zustand der Probandin verschlechtert sich, während sich gleichzeitig ihr telästhetisches Potenzial exponentiell erhöht. Ich empfehle, den Rhythmus der Bewertung von 6 Wochen auf 14-tägig zu erhöhen. Aha, das war jetzt eine Einteilung, eine Beurteilung von Alma Wade. Da erfahren wir nochmal so ein bisschen, ja, da ist sie übrigens. Erfahren wir nochmal ein bisschen was über sie. Und dann müssen wir jetzt hier auch weiter. Eigentlich ist ja die Episode schon lange zu Ende, aber hier kommt irgendwie kein Speicherpunkt. Ja, hier wird wieder viel geballert, darauf können wir uns jetzt gleich schon einstellen. Wo ist denn jetzt hier die Tür, um da reinzugehen? Da kommen wir gar nicht hinter, okay. Ja, hier kann ich jetzt gleich wieder... Ah, jetzt wird gespeichert, okay. Alles klar, wir scheinen irgendwie da zu sein. Ah ja, da hinten steht Kira Stokes. Aber das werden wir erst im nächsten Part machen. Ich sag jetzt erstmal Tschüss. Das war schon wieder lang genug. Wir haben heute schon wieder ziemlich viel gruselige Sachen erlebt. Viel Action. Aber wir kämpfen uns so einigermaßen gut durchs Spiel, würde ich sagen. Ich sag jetzt Tschüss und wir sehen uns demnächst wieder. Ciao, Leute.